Also, du sagst Schuhe, du sagst? Auch Schuhe. Auch Schuhe. Naja, dann. Okay. Naja, sicher. Ihr könnt beide einen Cent geben. Ja, dann kriegen wir nichts. Stimmt. Ah ja, das ist natürlich blöd. Hast du eine schlaue Lösung für dieses Problem? Ja. Derre Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, ich komme aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Nicht, weil ich endlich wieder was arbeiten darf, weil logischerweise kommen Videos, wenn ein YouTuber wieder Geld braucht. Das bringt hoffentlich die neue Kollektion nächste Woche. Kurze Info, am Mittwoch findet schon die Vorstellung zum Pre-Drop der Designs für den Freitag statt. Das heißt, am Freitag, den 22. von 19 bis 20 Uhr, habt ihr die Möglichkeit, nach der Vorstellung am Mittwoch M&M Erotica vorzubestellen und bekommt das sogar noch eine Woche vor allen anderen zum Hauptrelease. Ganz wichtiger Input. Jetzt wird aber Zeit, dass wir wieder was arbeiten, Freunde. Und ihr habt das Format natürlich alle vermisst. Offenheit oder Off-White. Allerdings diesmal Offenheit oder Nike. Wer Geld verdienen will, muss auch Geld ausgeben. Deswegen, ja, das macht Gott sei Dank Syrup für mich. Danke vielmals an dieser Stelle. Die haben, Elias, was habe ich zu dir gesagt? Komm ins Bild, wann ist das hoch? Tja, brav. Wir haben heute vorbereitet 3 Nike Dunks. So, das ist unser Hauptpreis. Jeder von euch, die haben sich da hinten schon alle aufgefadelt. Die wissen schon Bescheid. Die geiern schon auf die Gratis-Dunks. Die sind hier schon vorbereitet. Ich habe keinen Plan, welche Farbe. Hier haben wir ein Frauenpaar. Sehr schön, in einem Weinrot. Würde das gut passen? Ja, ich glaube nicht. Okay, passt. Gut. Und dazu, für den zweiten Preis, gibt es Gutscheine im Wert von 50 Euro. Das heißt, ja, Syrup lässt sich heute gar nicht lumpen. Die Spielregeln sind klar. Es gibt eine 1-Euro-Münze und eine 1-Cent-Münze. Wir haben schon so oft gespielt, dass ich, glaube ich, nicht mehr erklären muss. Dann würde ich sagen, wir quatschen gar nicht mehr länger rum. Du schaust mich schon direkt so an mit dem Jack the Ripper Hoodie. Perfekt, kannst schon mal herkommen. Und du vielleicht auch gleich. Genau, Peso gegen M&M. Sehr gut. Das ist Peso Saints oder so, gell? Schau, wir kennen uns aus. Und da, du kannst auch ruhig zu mir kommen. Könntest die Maske, seid ihr geimpft und genesen? Geimpft, bist du geimpft? Ja. Perfekt, passt, kontrolliere ich. Passt, habe ich natürlich kontrolliert. Sind alle geimpft? Glauben wir natürlich. Perfekt. So, wie heißt du? Mustafa. Mustafa, wie heißt du? Philipp. Philipp, kennt ihr euch? Nein. Nein, habt ihr euch noch nie gesehen? Nein. Nirgends auf Grindr gematcht oder so? Okay, perfekt. Ihr habt Bock auf, du kannst ruhig ein bisschen näher zu mir kommen, gell? Ich weiß nicht, nicht so schüchtern. Ihr habt Bock auf gratis Nikes. Habt ihr eure schon ein bisschen durchgetreten, oder? Ja. Okay. Magst du andere Schuhe auch noch außer Nikes? Nein. Nein, okay. Also keine Puma oder sonstiges, okay. Du? Ja, New Balance auch noch. New Balance, ja, kann man machen. Vor allem diese grauen, gell? Diese 550er, ja. Die sind richtig nice, das stimmt. So, okay, wir haben Dunks herzugeben. Wir haben Schuhgröße 43 und Schuhgröße 45. Und welche möchtet ihr spielen? Das heißt, die ersten könnt ihr euch aussuchen. 45. 45, du? 43. Das ist natürlich blöd. Schere, Stein, Papier. Perfekt, wir spielen um 45. Du kannst es, wenn du gewinnst, kannst du es immer verkaufen. Ja? Ja. Können wir machen. So, die Spielregeln sind bekannt, oder? Ja. Ja, kennst du die Spielregeln? Hast du das schon mal gesehen, das Video? Sicher. Ja, passt, freut mich. Du? Ich auch. Perfekt, super. Dann gebe ich dir jetzt eine 1-Cent-Münze und eine 1-Euro-Münze und das gleiche gilt dir, falls das Deutsch war. So, erster Preis natürlich Nike Dunks und zweiter Preis ein 50-Euro-Gutschein von Syrup. Das heißt, entweder beide gehen leer aus oder einer bekommt die Nike Dunks oder beide bekommen einen 50-Euro-Gutschein. Ihr könnt euch jetzt absprechen und entscheiden, was wollt ihr. Ihr könnt sich natürlich anlügen, ihr könnt euch die Wahrheit sagen, alles vollkommen in eurem Ermessen. Bitte, ja, okay. The stage is yours. Was willst du haben? Also ich hätte gerne Schuhe. Oh. Ich auch eigentlich. Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Ich auch eigentlich. Du auch. Also wie bitte? Ich auch. Okay. Ich könnte 30 Euro, Bruder, für die 30 Euro geben und du gibst mir einen Schuh. Ich würde 40 machen und dann ohne reden, ich würde sie direkt 40? Geben. Ja. Ohne reden, einfach direkt. Köfte. Aber sicher. 100%. Ja, aufgepasst. Also du gibst ihm 40 Euro. Ja, du gibst ihm 40 Euro. Ja. Das heißt, du kaufst ihm jetzt quasi einen Schuh ab. Ja. Okay, ich habe oft in den Kommentaren gelesen, dass ihr ja, dieses Rauskaufen nicht mehr wollt. Das ist, vielleicht hätte ich das vorher sagen sollen, aber es ist mir scheißegal, weil das ist eine Bestimmung von meinen lieben Zuschauern, Freunde. Ihr wollt dieses Rauskaufen nicht mehr, weil das die ganze Sache ziemlich langweilig macht. Das heißt, ihr seid die allerersten. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Es gibt kein Rauskaufen. Ihr müsst eine andere Lösung finden. Ach so. Ja, ist jetzt natürlich blöd, ja, gell? Okay, dann würde ich, keine Ahnung, auf den Gutschein gehen, ja. Okay, also beide Gutschein. Ja. Gut, das heißt, ihr gebt mir beide 1 Euro, sehe ich das richtig? Ja. Okay, da seid ihr euch einig? Ja. Perfekt, dann kannst du mir jetzt deine Münze geben, okay? Und du kannst mir deine Münze geben. So, gut, was glaubt ihr, sind das Ehrenmänner? Haben sie gelogen? Es hat wer gesnitcht, oder was? Okay, wer hat gesnitcht? Er? Nein, der andere.
Der andere hat gesnitcht. Keiner hat gesnitcht. Es kriegen beide die ersten 2 50-Euro-Gutscheine. Das ist natürlich sehr ehrenhaft für euch. Vielen lieben Dank, die 1-Cent-Münze. Dankeschön. Und somit kriegt jeder einen Gutschein. Nicht wundern, da ist gar nichts drin. Trotzdem viel Spaß damit. Nein, Spaß, ihr müsst reingehen und holt euch drinnen den 50-Euro-Gutschein. Okay, das waren die ersten zwei. Gut gespielt, gut gemacht. Viel Spaß mit den 50 Euro. Danke. Perfekt. So, das erste Pärchen haben wir weggeschickt. Ich hätte gern ein Mädel. Machen wir mal eine Mädelsrunde dazwischen. Oder wer hat 37 bis 41 Schuhgröße? Du wirst da direkt nach vorn geschossen. Magst du mitspielen? Okay, also die wird da mehr oder weniger dazu gezwungen. Bist du auch ein Mädchen? Okay. Nein, du darfst mitspielen, wenn du möchtest. Möchtest du? Ja, na okay, na gut, dann spiele ich halt mit, wie ich da alle zwingen muss zu ihrem Glück. So. Wie heißt du? Du wolltest eigentlich auch gar nicht mitspielen, Lela. Gell? War das die Antwort auf die erste oder die zweite Frage? Beide. Okay, passt. Du wolltest mitspielen? Elena. Okay, du? Ich bin die Cheesy. Cheesy? Okay. Wie heißt du wirklich? Christiane. Christiane, wie kommt man auf Cheesy? Mein Bruder hat das immer zu mir gesagt früher. Okay, na, nett, dass du den Namen behalten hast. Okay. Ich habe meinen Bruder als Kind immer Arschritz genannt. Der hat den Namen nicht behalten, der heißt jetzt weiterhin Moritz. Ja, Max und Moritz, ich weiß, das hätte ich eigentlich für mich behalten sollen. Gut, dann würde ich sagen, kennt ihr die Spielregeln? Nein. Nein. Heute macht die Straße ein bisschen frei. Ich weiß, ihr wollt alle was sehen, aber wir müssen Straße und den Eingang frei halten. Auch da frei halten. Perfekt. Ihr kennt die Spielregeln nicht? Nein. Gut. Also, ihr wisst aber, was es zu gewinnen gibt, oder? Du hast keinen Plan, du würdest einfach gestoßen, oder? Aber ich habe eh Lust. Du hast eh Lust, okay. Ihr könnt euch anlügen, ihr könnt die Wahrheit sagen, das ist komplett in eurem Ermessen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, ihr könnt sich jetzt absprechen. Man kann auch gar nichts sagen. Was? Du willst gar nichts sagen? Nein, okay, ja, was willst du machen? Ist egal. Brauchst du die Schuhe? Ich brauche die Schuhe nicht, also. Ja, gut. Das heißt, du, okay, warum wolltest, du wolltest gar nicht mitspielen? Er wollte schon. Willst du mit Preis rausgehen oder lieber ohne Preis? Ja, mit Preis. Wenn du sagst, dann kriegst du gar nichts, gell? Wenn du ihr die Schuhe gibst. Ja, ja. Aha, okay. Aber du würdest lieber mit Preis rausgehen. Ja. Okay, na dann sollte jetzt nochmal reden. Wenn wir beide 1 Euro kriegen, kriegen wir beide 50 Euro. Genau. Okay. Ja, gut. Ja, bist du für das? Ja, ja. Okay. Dir ist eigentlich alles wurscht, gell? Dir ist alles scheißegal, oder? Oder geben wir beide 1 Cent? Ist auch gut, oder? Nein. Das ist nicht gut? Nein. Okay, das ist das Einzige, was dir nicht taugt. Ja. Okay, für was wärst du eigentlich? Ja, wir machen beide 1 Euro und dann... 50, ja. Okay, naja, dann, weil sie könnte aber auch lügen, aber ist da auch wurscht, gell? Naja, ich hoffe mal, ich vertraue ihr. Okay. Sie ist hübsch. Also. Wie heißt sie? Ah, weil sie hübsch ist, naja, das haben wir schon gelernt. Hübsche Menschen, richtig, ja, perfekt. Hübschen Menschen kann man am ehesten vertrauen, das habe ich auch schon mitbekommen. Na gut, dadurch, dass du hübsch bist, vertraut sie dir, dann können sie mir jetzt beide die Münze geben. Ui, oh, ah, ah, Spaß. Oder doch, kein Spaß? Also hübschen Menschen kann man vertrauen, oder? Oh Gott. Ich glaube, du solltest lernen, dass das nicht der Fall ist. Sie hat dich gesnitcht, du bekommst gar nichts und du bekommst die Nike-Sneaker. So, na, wolltest du nochmal was mit einer Nachbesprechung machen, oder? Hä, wieso? Sie hat gesagt, sie will die Schuhe nicht mehr. Okay, na gut. Dann kannst du mir auch die andere Münze zurückgeben. Dankeschön. Viel Spaß mit den Schuhen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz, wie heißt du noch? Cheesy, gell? Es war ein cheesy Move, so ein bisschen. Er wollte den Motor aufrollen lassen, aber es ist nicht gegangen. Mit einem Diesel schwierig, gell? Okay, magst du noch irgendwas in die Kamera sagen? Magst du ihn grüßen, ja, oder ich, so? Ja, ich grüße den Elias. Okay, den Elias, perfekt. Ja, viel Spaß mit den Schuhen. So, okay, wer hätte damit gerechnet? Jetzt brauchen wir so ein bisschen asoziale Wichser. Perfekt, dann komm zu mir. Und du kommst zu mir. So, zack. Wahrscheinlich snitchen die eh gegenseitig und dann war's das. Ihr kennt die Regeln, oder? Beschleunigtes Verfahren. Muss man T-Shirt hergeben, wenn man... Nein, es ist kein, Offenheit oder Nike Extreme. So. Hoppala, Entschuldigung. Nein, nein, bück dich nicht, ich mach schon. Mach schon. So, gut, spielen kennt ihr. Du könntest neue Dunks gebrauchen, so wie das ausschaut, gell? Okay, na dann, Freunde. Auf was geht's hier? Was willst du? Auf die Schuhe. Auf die Schuhe. Ja, ich muss auch auf die Schuhe. Schau. Ist euch nicht kalt eigentlich? Schon, aber ich habe... Wir sollten Offenheit oder Jacke spielen, glaube ich. Ich dachte, es ist extrem. Ich werde es mal fürs nächste Mal merken, ja? Super. Vielleicht bist du noch nicht an Lungenkrebs gestorben oder Lungenentzündung gestorben. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann habe ich noch eine Jacke für dich. Perfekt. Okay, aber zieh dir was an, wenn du das hast nächstes Mal. Mach ich. Gut, also, du sagst Schuhe, du sagst... Auch Schuhe. Auch Schuhe. Naja, dann. Okay. Das geht. Naja, sicher. Ihr könnt beide 1 Cent geben. Ja, dann kriegen wir nichts. Stimmt, ah ja, das ist natürlich blöd. Hast du eine schlaue Lösung für dieses Problem? Ja, kurz flüstern, also. Ja, ja, fix, wir wollten. Das war ein Scherz, ihr müsst alles offen sagen. So, halt zurück, stopp. Okay, du hast es verstanden, gell? Ich hab nichts gehört. Ja.
ich habe noch nicht so viel sagen können. Schau dir die kleinen Pisser an. Disqualifizieren wäre es dafür? Nein. Ja, habe ich schon gedacht. Okay, also? Ich wollte mir eh bald neue Schuhe holen hier. Also Gutschein wäre auch gut. Aber wenn du snitchst, dann ist nicht so gut. Ja. Stimmt. Ja. Intelligente Aussage. Ja. Ich habe gesagt, dass du die Schuhe haben willst. Also du kannst auch snitchen. Ja, eh, aber besser. Ja, wie soll ich das wissen? Weil du hast davor gesagt, dass du die Schuhe haben brauchst. Also dass du die Schuhe brauchst. Also ich kann dir jetzt nicht vertrauen, weil du hast davor gesagt, dass du die Schuhe haben willst. Ich kann dir auch nicht vertrauen, du hast genau dasselbe gesagt. Okay, nein. Ich glaube, wir haben genug diskutiert. Nein, okay. Wir holen uns jetzt einfach mal die Münze, okay? So, du kannst mir eine Münze geben. 1-Cent-Münze war der Schuh. Okay, glaubst du, war das intelligent, was du gemacht hast? Also ich wünsche dir viel Spaß mit deinen neuen Nike Dunks. Ja, warum gibst du mir 1 Euro? Ja, weil du gesagt hast, das ist... Gutschein ist so. Also ein 10 Cent Gutschein, oder? Ja, 10 Cent Gutschein. Okay, Dankeschön. Danke. Danke. Okay, das hat Spaß gemacht. Gut. Ja, wir haben. Welche Schuhgröße ist denn das? 45. Okay. Max. Passt, du darfst. Und. Ah, ihr kennt es, ja, ich nehme mich mal nicht. Okay, dann nehme ich dich noch. Ja. Mich? Darf ich? Er freut sich über, chillig. Okay, wie heißt du? Niklas. Niklas, wie heißt du? Camillo. Camillo. Okay, passt. Du erinnerst mich ein bisschen an den Kumpel von Rin, Nintendo. Ein bisschen. Ah, ja? Vom Gesicht her, ja? Ein bisschen. Hast du schon mal gehört? Ja, ich glaube, ich kenne ihn. Du kennst ihn? Nein, nicht persönlich. Achso, ich habe schon. Okay. Ja, perfekt. No racist an dieser Stelle, gell? Also, okay. Ihr schaut. Ja, egal, komm, ich brauche mich da gar nicht aufhalten. So, okay, ganz dünnes Eis da heute wieder. Perfekt. So, Freunde, ihr kennt die Regeln. Ihr habt Bock auf Nike Dunks? 1 Euro ist snitchen und 1 Cent ist nicht snitchen. Umgekehrt. 1 Cent ist snitchen, 1 Euro ist nicht snitchen. Snitchen ist ja sehr, sehr billig und deswegen ist 1 Cent snitchen. Ach so. Und 1 Euro ist Gutschein. So, na bitte, the stage is yours. Na, sehr schön, da haben wir heute wieder Gaudi, gell? Na super. Schau mal, ich weiß nicht, was machst du? Schon die 1 Euro, oder? Also, was haben wir? Schau wieder, schauen so. Ja, ja, komm. Ja, ja, komm. Wenn ich was rede, Kamerakind Elias, wenn ich was spreche, ja, dann Kamera auf mich gerichtet. Ja? Okay, egal, das hast verpasst, aber beim nächsten Mal schaffen wir es wieder. Passt, okay. Oder wir verkaufen den Schuh, machen 50-50. 50-50? Was geht das? Ja, ja, und das ist dann eh euer Kaffee. Ja, das ist eh euer. Aber das ist 50 Euro Gutschein ist easier und ihr habt fast den gleichen Effekt. Naja, keine Ahnung, wegen welchen Schuh geht es über? Keine Ahnung. Ja, Nike Dunk halt. Aber ich habe nicht reingeschaut. Ich weiß nicht mal, ob Schuhe drin sind, ehrlich gesagt. So. Wir hatten Stress, ich bin eine halbe Stunde zu spät gekommen. Ich musste das. Gemerkt. Ja. Sorry an dieser Stelle, gell? Kein Stress. Okay. Ja. Seht's einfach. Macht's einfach, oder wie? Also 50-50 oder Schuh verkaufen? Na, Schuh verkaufen. Ich glaube, er meint 50-50 Chance, dass er den 1 Cent gibt. Ja. Seht's mir einfach, oder? Setzen wir einfach. All in. Er gibt mir einfach beide Münzen. Dann wäre ich eh überfordert, wenn es um alle Münzen gehen würde. Ja, dann wüsste ich eh nicht. Dann? Keine Ahnung. Gott sei Dank hat das noch nie wer gemacht. Beide Münzen. Betrieben. Ja, komplett. Dann müsste ich eh entscheiden. Okay. Ja, was machen wir? 1 Euro. 1 Euro. Na gut, dann sage ich einfach mal, wir fangen an. Erstmal anfangen. Okay, soll ich anfangen? Also wird das einen Unterschied machen. Du siehst die Münze nicht jemand. Nein, jemand, ich will sie auch nicht sehen. Okay. Gut. Okay, ja, schreibt es mal in die Kommentare, was ist passiert. Ich finde es sehr, sehr lustig. Was glaubt ihr, ist passiert? Beide haben gesnitcht. Bro. Somit kriegt keiner was. Aber danke fürs Mitspielen. Danke fürs Mitspielen. Den 1 Euro noch. Schau dann an, wie er gleich einsteckt. Ich kann das mitnehmen, weißt du? Also, es lief von dir. Aber ich brauche das noch zum Spielen. Danke. Okay, scheiße. Nein! Nichts passiert, schreckt ihn nicht. Okay. So, na gut, das heißt, wir hätten noch. Jetzt darfst du und du darfst auch. Okay, perfekt, ja. Danke dir. Ja, na, passt schon, sehr gerne. Okay, wie heißt du? Emil. Emil? Ja, okay, und wie heißt du? Max. Max, du hast nicht gelogen. Okay, passt. Max gegen Emil. Ihr kennt die Regeln. 1 Euro ist 50. Ich habe dir heute schon dreimal erklärt. Hast du nicht so gut verstanden? Sorry. Macht nichts, da 1 Euro. Schau, wenn ich mich aufrege, dann ist das immer mehr so scherzhaft, gell? Okay, ja. So. Können wir den Colorway eigentlich mal sehen? Ich kenne ihn selber nicht. Was ist der Colorway? Ah, okay, es sind sogar heiß. Boah, der Holy Grail, oder? So, gut. Soll ich es nochmal erklären? Nee, dann weiß ich es jetzt. Okay, passt perfekt. Du kennst die Regeln? Auf was gehst du? Ich will den Dank. Okay. Welche Schuhgröße hast du? 43.
So würdest du ihn auch verkaufen. Ja, ja, ich glaube, der trägt den. Dem ist scheißegal, ob der zu groß ist. Ja, ich werde den auch verkaufen. Ich habe 47,5. 47? Schuhgröße Kindersack. Wow, okay. Ja, das ist, vielleicht kann ich sogar noch 47, ist keine vergriffene Größe. Vielleicht können wir den sogar gegen 47 kaufen. Nee. Ja, beide nehmen den Schuh. Jetzt solltet ihr Einigung finden. Ja. Lass beide Gutscheine nehmen, damit wir beide was davon haben. Nein, Mann, ich brauche diesen Schuh. Oder wir nehmen den Schuh. Vorsicht, Auto, Weg frei machen. So, Manfred, kannst du weiterfahren? Passt schon? Ich hab noch einen. So, Hildegard, gehen wir. Weg frei. Passt. Weg frei. Okay, so, beide möchten auf den Schuh gehen. Hallo, grüß Gott. Wollt ihr auch mitspielen? Max? Lass beide. Also ich, einer von uns nimmt einen Cent, einer 1 Euro und wir verkaufen den Schuh. Ich weiß, das ist einer der Lieblingskalonies von meiner Freundin. Ei. Lustig, mit dem Pender. Also du gehst fix. Ja, ich gebe fix. Nein, non. Chillige Freunde, Bruder. Okay, also deine Freundin hat nicht Schuhgröße 45. Nein, nein. Das ist ja jetzt unpraktisch. Aber ich dachte, wir können tauschen, also wir können es versuchen zu machen. Können wir versuchen, wenn du den Schuh gewonnen hast. Ich gehe dann einfach. Schwarz. Okay, ja. Wenn wir beide 1 Cent legen, bekommen wir beide nichts. Ja, also dann muss ich so oder so weitersuchen. Ja, ich habe gerade meine Münzen gesucht, bis ich checkt habe, dass es bei euch so lange dauert schon. Kannst du meiner Freundin eine Freude machen oder... Das interessiert ihn. Mach sein. Schau, seine Freundin hat Schuhgröße 45, der ist eh schon schwer genug im Leben. Mache doch die Freude. Nein, das ist deine Entscheidung. Ich würde es nicht machen. Was machst du mit dem Geld dann, wenn du mir verkaufst? Ich kaufe mir neue Schuhe. Welche? Weiß ich noch nicht. Weißt du noch nicht? Nein. Du machst es mir auch schwer. Vielleicht verkauft er die Schuhe und kauft dann deiner Freundin Schuhe. Hey, weh. Das ist ja natürlich nice, Max. Ja, lass beide auf einen Gutschein gehen, damit wir beide was tun. Ja, Gutschein brauche ich nicht. Ja, dann nimm du den Schuh. Okay, na dann. Ja, na dann. Okay, gut, dann kannst du mir jetzt eine Münze geben. Einfach mal den Schuh hergeschenkt. Nice, okay. Und du kannst mir eine Münze geben. So, okay. Naja, das hast du wirklich gemacht. Du hast ihm einfach den Schuh geschenkt. Ja. Tatsächlich. Gratuliere, Max. Was für ein Ehrenmove von ihm. Danke, Emil. Bitte. Krank. Das war eine Ehrenaktion. Scheiße. Ja, ich hoffe, du findest noch, sehr, sehr gerne, Brudi. Ich hoffe, du findest, gib mir noch so einen Gutschein, Elias. So, das sind unsere letzten zwei. Einmal für dich, wegen dieser Ehrenaktion und einmal für unser Kamerakind Elias, gell? Wir üben das noch ein bisschen mit Filmen. Freunde, das war's von Offenheit oder Nike. Nicht vergessen, am Freitag 19 bis 20 Uhr Pre-Drop von MEM Erotica. Wer bestellt? Hände nach oben. Perfekt. Okay. Sehr gut. Freut mich. Das nicht vergessen, ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und am Sonntag gibt es noch einen Shopping-Stream. Farfetch hat sich entschieden, mir 3000 Euro zu geben, damit ich mir aussuchen kann, was ich möchte und das nehme ich natürlich dankend an. Freunde, das war's von mir, euer Maximilian.